Setzmaschine? Das hier ist die Setzmaschine. Das ist das Modell einer Setzmaschine. Die Setzmaschinen, die wir bauen, sind normalerweise größer. Die setzen wir nur im Labor ein. Diese Maschine trennt Leichtgut von Schwergut. Das Schwergut ist in der Regel der Kies und das Leichtgut, das kann Braunkohle sein oder Holz, was der Kiesbetreiber in seiner Lagerstätte findet, aber nicht in seinem Produkt haben möchte. Das heißt, Braunkohle, Holz, das sind hier die dunklen Kügelchen, genau. Und das helle wäre dann der Kies. Das helle wäre der Kies, genau. Das ist jetzt natürlich schon sortiert. Also das Prinzip ist, dass ein pulsierender Strom das Material anhebt, ja, und sich das Material entsprechend seiner Dichte anordnet. Das leichte Material sinkt deutlich schneller, langsamer als das schwere Material. Okay. Und deswegen findet eine Stratifizierung entsprechend der Dichte statt.